Techno, Techno, Techno. Basskick, Snare und Hi-Hat. Das sind die drei Grundessenzen, aus der der Techno gekocht wird, ja? Und heute will ich mal eine These ausprobieren, ja, die habe ich theoretisch mir ausgedacht. Nur eine Bassdrum, eine Snare und eine Hi-Hat, wenn die analog sind und ich die schön tweaken kann, dann reicht es schon, um damit ein Set zu spielen. Ein schönes, hartes Techno-Set. Ja? Keine Synthes dazu, keine Basslines, nur analoge Drummodule. Dazu benutze ich Steady State Fate Ultra Kick. Manche sagen, das ist die beste Kick fürs Eurorack, die beste modulare Kick, die es gibt. Ich finde ehrlich gesagt meine Hexenwerter 909 ebenbürtig, mindestens. Ja? Ist meine Favoriten eigentlich. Die beiden kommen zum Einsatz. Hexenwerter BD9 und Ultra Kick. Beide natürlich analog. Ihr kann während die spielen direkt in den Sound eingreifen. Das macht ja dann auch den Unterschied. Dann die Ultra Perk, auch Steady State Fade, SSF. Die kann Basslinien spielen. Ja, wenn man es richtig patcht, dann spielt die Basslines. Zeige ich euch gleich in dem Video. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das ausgedacht habe. Wir werden sehen, ob ich den Beweis antreten kann, dass nur mit drei Perkussionsmodulen, wenn sie analog sind, man schon einen fetten, harten Techno machen kann. Verstehst du? Live. So, und dann noch meine Metalloid-Percussion. Die ist für Hi-Hats oder metallische, Hi-Hat-artige Klänge zuständig. Und die werde ich jetzt alle tweaken, wie verrückt. Ich nehme euch gleich mal rüber. Zeigt euch ein bisschen näher dran hier. Ihr kann rüber zu meinem Set. Natürlich habe ich Sequenzen gebaut, 5 Stück, die sich dann abwechseln. Und durch sozusagen die Bauweise der Sequenzen entsteht der Techno. Ja. Und das war doch schon, was ich gesagt haben wollte. Mehr muss ich nicht erzählen. Ich werde noch weiter reden bei dem Video dann nachher. Okay. Bleibt noch zu sagen, dass ich bin. Und dass ihr seid. Und dass ich mich natürlich freue, dass er wieder rinkickt. Gefällt mir gut. Und sagt doch mal, ob er was vermisst. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr wollt, ob das reicht. Ja? Bassdrum, Kickdrum, ob das ausreicht. Oder ob ich noch irgendwelche Synthes brauche. Kann sein, dass ich vielleicht am Ende noch ein Synthi dazu nehme, weil ich nicht anders kann oder so, mache ich hier den D-Farm noch mit dazu. Der läuft jetzt auch gerade im Hintergrund. Das ist der D-Farm. Und übrigens, die Ultra Perk, die da laufen. Ja? Will noch nicht zu viel verraten. Jetzt kommt das Video. Viel Spaß damit. Nichts Besonderes. Was ihr jetzt hier gerade hört, ist eine Snare. Ja? Eine analoge Snare. Das heißt, ihr kann die in allen möglichen Parametern schön tweaken. Ja? Zum Beispiel. Tune oder auch hier gebe ich jetzt CV Random
Man braucht nicht mehr als eine Bassdrum, eine Snare und eine Hi-Hat. Klar werden jetzt manche sagen, was ist mit dem Bass oder mit dem Synthesizer und so. Ja, kann jeder sich so überlegen. Ich behaupte jetzt einfach mal, einfach nur eine Bassdrum macht schon den ganzen Techno aus. Weißt du? Vor allem, wenn ich die verschiedenen Sounds shapen kann. Ja? Und zwar on the fly, live. Und das geht natürlich mit analogen Modulen besonders gut. Heute habe ich hier ein schönes kleines Setup. Einmal ein Sequenzer, da habe ich meine Sequenzen gebastelt. Die wechseln sich natürlich immer schön ab. Die sind sehr abwechslungsreich. Dadurch kommt sozusagen Bewegung drin in das Set. Und was ich natürlich als Herzstück hier habe, sind diese Steady State Fade Drum Module. Eine Kickdrum, eine Percussion und Metalloid Percussion. Also die Metalloid nehme ich für Hi-Hats. Ja? Zum Beispiel. Die Percussion für die Snare. Da kann ich sogar einen Snare-Anteil hier nochmal extra triggern. Mit meinem zweiten Sequencer hier drüben. Das macht nur das eine Modul gerade. Und natürlich eine Kickdrum. Das ist die da. Und weil das analog ist, kann ich die on the fly tweaken. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass es schön drückt. Aber wenn ich so mal ein bisschen Resonanz gebe, schon passiert was. Ganz schnell. Oder die Snare ein bisschen aufreiße. Lass die Module für sich selbst sprechen. Ich möchte ja nicht so viel reden. Ich zeige einfach nur mal, was ich hier mache. Oder erkläre ein bisschen. Also hier läuft gerade eine schöne Sequenz. Ich habe hier verschiedene. Zum Beispiel. Ja? Oder eine andere. Ja? Also schöne Sequenzen gebaut. 5 Stück oder so. Mit ein bisschen Swing drauf. Und jetzt möchte ich den Beweis antreten, dass man eigentlich nicht mehr braucht als eine Kickdrum, eine Snare, ein bisschen CV. CV bedeutet Control Voltages. Ich habe hier einen kleinen Random Generator, der macht mir Volt. Die gibt er mir getimed, ja, als Status raus. Und den kann ich hier rein dealen, ja, mit meinem Triplet. Der ist verbunden mit dem CV-Eingang hier von der Snare und macht jetzt Tonhöhen. Ne? Für die Snare. Und wenn ich die aufmache hier, also die Länge, dann hört man plötzlich die Tonhöhen. Und so wird meine Snare irgendwie ein Bassmodul. Jetzt mache ich noch die Hi-Hats hier dazu von der Metalloid Percussion. Und jetzt folgt mal der Beweis, dass ich nur mit Bassdrum, Snare und Hi-Hats, ein bisschen Euro-Rack, CV und Sequenzen ein ganz fette Techno-Set machen kann. Ja, bleibt einfach dran, zieht euch hier drin. Ich weiß ja nicht, könnt ihr so viel reden noch, aber ich hab eigentlich ja keinen Bock. So, die Hi-Hats kann ich hier auch tweaken, hab 2 Stück. Beide. Jetzt wieder CV dazu, indem ich einfach mal hier Tonhöhensignale mit drin gebe. Und die Länge der zweiten Hi-Hat kann ich hier mitsteuern. Wieder zufällig. Bisschen Snare-Trigger. Jetzt machen wir eine Bassline aus der Snare. Mhm.
So, jetzt mache ich hier noch ein bisschen Heilruf und Delay. Ja, damit es wackelt schön. Schauen wir uns näher. Hi-Hat. Und noch eine Snare. Außerdem habe ich noch eine zweite Bassdrum, nämlich 909 hier. Glitch Delay. Und jetzt mal Elektro. Boom.
wenn noch ein Synthi dazu spielt, ist natürlich noch geiler, ist ja klar, pass auf.
3 Module harter Techno. Nur durch Perkussion. Danke für Zugegen. Danke, das habe ich ja zugeknappt. Tschüss, euer Alexander Spree. Und so weiter, Kommentarfunktion und wird man alles so erzählt für YouTube. Wisst ihr ja Bescheid, muss ich gar nicht tausendmal sagen. Ansonsten gibt es hier noch viele andere Videos, könnt ihr euch ankicken. Habt ihr vielleicht auch schon gemacht. Ist egal. Bleibt sauber. Tschüss, euer Dr. Spree.